Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Emporium und wir werden jetzt mal schauen, ob der Arcana-Verzauberer, ob wir hier jetzt unseren Bogen noch etwas verbessern können. Zum Glück haben wir zwei Stück davon. Das heißt, wir müssten ja erstmal etwas Gutes zerlegen und wir haben Elementarzauber zum Beispiel, was wir zerlegen können. Und wir hätten die gesegneten Lederhandschuhe, allerdings sind das eher Lichtmagien, die wir dort hätten. Lichtmagie hatten wir ja in der letzten Folge etwas drüber gelesen. Also Heilung zum Beispiel wäre schon nicht schlecht. Und auch der Ring des Lichtpaten, auch da, den könnten wir zerlegen, um eben diesen Zauber zu erlernen. Oder Moment, ist das richtig, was ich hier überhaupt... ja, entzaubern. Das Licht am Ende des Tags. Die Sonne sinkt schwer in ihr weites Glas. Okay, das brauchen wir alles jetzt vielleicht nicht unbedingt verwerten. Das sind die Sachen, die wir dann also verzaubern könnten. Die Holzfäller-Axt, da wäre ich auf jeden Fall für, dass wir die verzaubern. Ja, eigentlich für fast alle Sachen wäre ich dafür zu haben, dass wir sie später verzaubern. Aber irgendwie haben wir noch nicht die richtigen Zauber gefunden. Zauber der Lichtmagie, naja, das können wir ja schon gebrauchen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber das brauchen wir so vielleicht besser und wir brauchen sowieso, um zu verzaubern, einen Seelenstein. Also, naja, probieren würde ich es, wenn ich jetzt doppelte Gegenstände hier hatte, dann würde ich es dann schon ganz gerne ausprobieren. Ich halte mich hier jetzt mal lieber zurück, halten wir uns zurück. Denn die Gegenstände sind höchstwahrscheinlich noch zu wertvoll. Wir gehen vom Emporium hier in den Sonnentempel zurück. Wir haben noch eine Sache hier nicht untersucht. Und da können wir jetzt nochmal rein vielleicht. Mal sehen, ob wir dort vielleicht etwas Hilfe finden. Auf unserer Suche nach dem neremischen Geschlecht der Boddenbrooks. Sie machen uns die Suche ja nicht einfach. Nun, wenn sie aus Nerim stammen und wir die ganze Zeit blöd angepöbelt werden von einigen Leuten, weil wir von dort kommen. Naja, Kohlemensch nennen sie uns. Vielleicht hat das auch etwas anderes zu bedeuten. Vielleicht hat es etwas mit unserer Frisur zu tun oder ich weiß auch nicht was. Sanktum. Ach, das war das Sanktum, nicht das Emporium jetzt, in dem wir schon waren. Ach so, ja. Ja, dann müssen wir da durch und dann den anderen Ausgang finden. Nun, vielleicht finden wir ja das nerimesische Geschlecht, Entschuldigung, der Boddenbrooks in Unterstadt. Da wir ja schon so unfreundlich manchmal angesprochen wurden. Genau, zum Sonnentempel. Jetzt müssten wir aber doch den richtigen Weg hier gefunden haben. Ja, und wie wir auch erfahren haben, sind mehrere Groschen erst ein Goldstück. Haben wir in der letzten Folge in den Büchern ja gelesen. Das war mir vorher so gar nicht bewusst. Natürlich hätte man sich das denken können. Das ist aber jetzt hier doch... Doch, das ist der Tempel. Wir waren nur noch nicht in dieser Ecke hier. Den Wegweiser, damit könnten wir interagieren. Das sollten wir auch dann mal tun. Denn das war eine optionale Aufgabe und vielleicht bekommen wir dafür ja noch etwas. Novizin? Ihr gehört nicht zum Orden. Was tut ihr hier? Nix. Wir gucken nur. Da vorne ist doch das Chronikum. Da gibt es also auch nicht sehr viel. Mal sehen, ob wir hier irgendwelche verzauberten Sachen drin haben, die wir entzaubern könnten. Dolch der Verzweiflung erhöht kritische Trefferchance um 5%. Das ist nicht so hoch. Ich glaube, man kann auch immer nur einen Zauber drauf geben auf die Sachen. Und wir haben ja nun mal leider Gottes nur diese zwei Bögen gefunden. Das ist ja schon mal ganz gut. Wenigstens zwei. Das heißt, wenn wir da einen verzaubern, dann ist es gar nicht so schlecht. Dieser Wegestreuenbogen hier, der doch relativ viel Schaden anrichten kann.
Ja, und dieser Dolch, den wir da gerade hatten, Dolch der Verzweiflung, erhöht kritische Treffer, wäre schon gar nicht falsch, aber 5% ist ja jetzt auch nicht so viel, meine ich. Besser als nichts vielleicht, ja gut, aber dafür diesen guten, wertvollen Bogen verzaubern, vielleicht finden wir nachher was mit 50% noch. Vielleicht aber auch nicht. Ja, also so ein Flammenschwert könnten wir eigentlich mal entzaubern. Da haben wir ja 2 Stück von. Genau wie so einen Flammenstab. Das machen wir vielleicht jetzt mal. Ich möchte mal ein bisschen was zaubern. So ein bisschen wenigstens. Ein bisschen was, einen verzauberten Gegenstand. Nehmen wir unseren Bogen oder nehmen wir etwas ganz anderes. Nun, ich bin dafür eigentlich ein Bogen, der... Ja, sollen wir den Eichenbogen dann verzaubern? Davon haben wir aber nur einen. Also ich bin schon dafür, dass man mit dem Bogen dann Feuerpfeile verschießen kann. Finde ich eigentlich ganz gut, die Idee. Und, aber das hier wäre auch nicht schlecht, die Eisenkriegsaxt der Auslagerung. Nun, dann hätten wir den Zauber gelernt. Komm, wir machen das auch mal, verwerten die auch. Dann haben wir den Zauber gelernt und vielleicht können wir ja den Zauber verbessern, indem wir selbst uns verbessern. Hier auch nochmal... Streitkolben der Entkräftung absorbiert 3 Lebensenergie. 3 Punkte Lebensenergie. Wäre gar nicht so falsch. Ja, verwerten wir die Teile jetzt mal. Jetzt wissen wir ja, wo der Arkaner Verzauberer, wo der steht. Hier ist... Halt, Gärtner. Krieg auf Nerim, Krieg auf Kile, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Bist du der Mörder? Zurück ins Sanktum, zurück an den Arcana-Verzauberer und zerlegen wir diese Sachen, die wir jetzt also aus unserer sicheren Truhe genommen haben. Genau. Ach, hier können wir auch noch... Wir sind hier ganz woanders, habe ich den Eindruck. Da ist er. Arcana-Verzauberer. So, dann absorbiert hier 4 Punkte Ausdauer, die können wir verwerten. Dann verursacht 5 Punkte Feuerschaden und die getroffenen Ziele brennen, das werden wir auch erlernen. Und absorbiert nochmal 3 Punkte Lebensenergie. Ach so, das sind unterschiedliche Sachen. Na gut, die erlernen wir jetzt alle mal. Wir sind sicher, dass wir den Gegenstand zerstören wollen, um seine Effekte zu erlernen. Jawohl. Ihr habt Ausdauer absorbieren und durch das Zerstören dieses Gegenstandes erhalten. Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal das Flammen, das Eisenschwert der Flammen. Auch das wollen wir zerstören. Jawohl. Leider gibt es dafür jetzt keine Punkte. Und dann haben wir hier nochmal die Entziehung der Lebensenergie. Auch das wollen wir erlernen. Jawohl. Und jetzt sollten wir doch... Naja, wir haben keinen Seelenstein dabei. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Ah ja, hier sind unsere Verzauberungen, die wir also nehmen können. Hier steht oben auch Verzauberung. Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. Verzauberung wählt Gegenstände, um sie für Wissen über Zaubereffekte zu zerstören. Moment, Gegenstände mit Verzauberungen zu kombinieren und Seelensteine, um Verzauberungen zu wirken. Ja, Lebensenergie, also das mit dem Feuer gefällt mir eigentlich noch am besten. Arbeit, richtet Arbeit, im Moment Arbeit. Auch am meisten Schaden an. Das heißt, wir müssten mal schauen, wohin man schaut. Ob wir einen großen Seelenstein in unserer sicheren Truhe haben. Ja, ansonsten müssten wir noch Lehrbücher vielleicht in der Truhe haben. Können wir uns da vielleicht ein bisschen verbessern noch, unsere Fertigkeiten, unsere Fähigkeiten. Und ja, schön wäre es auf jeden Fall, wenn wir so einen Verzauberer auch irgendwo draußen stehen hätten. Ich frage mich mit der Geschwindigkeit. Wir müssten noch irgendetwas... Mal fast zum Gruß. Irgendwas müssten wir doch noch unternehmen können, damit wir auch schneller werden. So, Seelensteine haben wir doch hier. Sortieren wir das mal nach Typ.
Und scrollen hier mal ein bisschen runter zu den Seelensteinen. Hier haben wir sie. Ja, allgemeiner Seelenstein gefüllt. So etwas brauchen wir auf jeden Fall dann. Armseliger, das nehmen wir nicht. Und den kleinen wohl auch eher nicht. Nehmen wir mal einen allgemeinen gefüllten Seelenstein. Mit allgemeiner Seele gefüllt. Naja, der ist dann weg. Ja, ach, nehmen wir mal das Beste, was wir machen können. Und wollen wir vielleicht doch noch einen armseligen? Oder dann lieber hier diesen kleinen Seelenstein mal gucken. Obwohl, wir haben ja meistens... Was interessiert denn meine Meinung schon? Wir haben ja meistens nur den Bogen genutzt. Also von daher wird es jetzt schon Sinn machen, den richtig gut zu verzaubern. So richtig traue ich mich zwar nicht, wie gesagt... Wir sind ganz am Anfang, der Bogen ist selten und kostbar, aber wir haben 2 Stück davon. Also riskiere ich es jetzt doch mal, das eben einzugehen. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Und dann schauen wir mal, was wir hier jetzt von unseren Sachen... Was ist das eigentlich hier in der Mitte? Das können wir noch gar nicht auswählen. Aber wir haben Seelensteine jetzt, also 3 Pfeife, dabei. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Ja, wir könnten natürlich auch irgendetwas ganz anderes. Wir müssen ja nicht den Bogen zwingendermaßen jetzt verzaubern. Wir könnten, naja, hier diesen Wegestreuendolch auch verzaubern. Den Bogen nehmen wir sowieso mit, egal wie schwer der ist. Oder wir könnten auch die Holzfäller-Axt vielleicht verzaubern, wenn das möglich wäre. Also wir haben ja nur zur Auswahl. Streitkolben, Holzfäller-Axt, Spitzhacke oder Bogen oder wegestreuen Dolch. Aber nehmen wir mal den Bogen für den besten Seelenstein. Versuchen wir das mal. Herstellen, R. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament und deinen Pfad will ich ehren. Im Leben und im Tod. Auf dem Bogen wollen wir Feuerschaden draufpacken. Oder 4 Punkte Lebensenergie entziehen. Oder 4 Punkte Ausdauer. Naja, 4 Punkte Ausdauer wohl eher nicht erstmal. Ja, 5. Das Licht am Ende des Tags. Die Sonne, ja, da bin ich schon für. Für eine Fernkampfwaffe ist dieser Feuerschaden mit Sicherheit eine gute Wahl. Und jetzt ist das egal, welchen, ob wir jetzt einen guten Seelenstein nehmen oder diese kleinen Seelensteine. Naja, nehmen wir mal einen großen. Ach, und umbenennen können wir ja auch noch. Oh, ich liebe es, Dinge umzubenennen. Ja, dann heißt er jetzt 01, weil wir den als 01 anordnen bei uns. Und er nennt sich... Also auf die Taste 1 legen wir den. Feuer. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Ja, machen wir das doch so. Umbenannt ist er. Und R für Herstellen. Ja, da gibt es jetzt keinen Zurück mehr. Gegenstand verzaubern. Jawohl. Ah, dafür gibt es noch Punkte, okay. Naja. Ja, dann haben wir noch 2, haben wir noch mitgenommen. Kann man den auch entzaubern wieder? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Dieser Effekt ist bereits bekannt, na gut. Naja, wie dem auch sei. Okay, entzaubern könnten wir also diese Sachen hier noch, aber das ist jetzt im Moment noch nicht so... Ja, das brauchen wir nicht entzaubern. Gucken wir lieber, was wir hier noch verzaubern können. Ja, die Holzfäller-Axt, die behalten wir. Die haben wir sehr selten bisher gesehen. Die Spitzhacke schon, na, etwas öfter. Da können wir eigentlich was drauflegen. Den Wegestreuendolch, der ja doch einiges an Schaden anrichten kann. Da sollten wir vielleicht mal uns überlegen, ob wir da was draufpacken an Zauber. Den Runenstreitkolben, naja, vielleicht lassen wir das erstmal noch.
Ja, was nehmen wir denn da? Nehmen wir hier den wegestreuen Dolch und verbessern den mit dem Zauber Lebensenergie absorbieren. Warum muss das Zeug so teuer sein? Und der bekommt dann nur einen kleinen. Ach so, hier können wir noch einstellen jetzt. Aha. Wie viele Ladungen er, also wie viel, entweder hat er mehr Ladungen oder, Arbeit. Das haben wir gerade gar nicht gesehen bei dem Bogen. Hoffentlich haben wir das da auf die höchste Stufe hier gemacht. Also man kann jetzt hier einstellen, entweder wie viele Ladungen er verbrauchen kann. Also wir können dann hier zum Beispiel in diesem Fall zwar 57 Mal zustechen damit, aber er absorbiert dafür nur einen Punkt Lebensenergie. Hiermit können wir dann nur 12 Mal zustechen, bis er eben aufgebraucht ist, dieser Seelenstein. Dann müssten wir die Waffe wieder aufladen. Dafür absorbiert er allerdings 4 Punkte Lebensenergie. Und ja, das wollen wir machen. Oh, das habe ich beim Bogen jetzt ganz übersehen. Aber ich meine, es ist dann auf die höchste Stufe eingestellt. So, dann machen wir das so. Benennen den um. Wo legen wir ihn denn drauf? Auf 2 wahrscheinlich. Erstmal. Und Lebensenergie passt sogar, fast. Nennen wir es dann Lebensenerg, dann wissen wir Bescheid. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Ach, warum muss das Zeug so teuer? Und herstellen. Ja, gut. Dann haben wir noch einen dritten Gegenstand, einen dritten Zauber erlernt. Ausdauer absorbieren. Ja, und was wäre denn gut? Welche Waffe wäre denn gut, mit der wir Ausdauer absorbieren können? Ja, eigentlich ist das jetzt Quatsch, oder? Ich wüsste jetzt nicht, welchen Sinn das machen würde. Nehmen wir die Spitzhacke mal, dann kann die wenigstens ein bisschen was. Oder? Ja, wir sollten schon was Gutes nehmen für die wertvollen Seelensteine, meine ich. Naja. Da bleibt ja eigentlich nur der Runenstreitkolben hier. Ja, aber den legen wir doch bestimmt irgendwann mal wieder ab. Ich glaube, die Spitzhacke, die werden wir sowieso immer mit uns rumtragen. Und davon gibt es so viele. Zum Proben wäre das doch optimal, hier so eine Spitzhacke jetzt zu verzaubern. Ich wüsste nicht, wir werden ja selber mit dem Runenstreitkolben, werden wir ja sehr langsam sein, also bei dem anderen Ausdauer dann, boah, okay, ach komm, machen wir das einmal, das Beste nehmen wir uns, jetzt was wir können, schöne Pfeife, Friedenskraut. Ausdauer absorbieren, ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, entweder sehr viele Hiebe damit austeilen zu können, bis der Runenstreitkolben wieder aufgeladen werden muss mit einem Seelenstein. Oder eben, wie wir es jetzt machen, höchste Punkte Ausdauer zu absorbieren. Das nehmen wir mal an. Und den kleinen Seelenstein, ja gut. Umbenennen nicht vergessen. Auch das könnten wir eigentlich. Ja, ich denke, auch das ist eher eine Nahkampfwaffe. Die legen wir auf 2 auch. Und Ausdauer ab. Probieren. So machen wir das mal. Naja. Ja, und herstellen. Auch dafür 30 Erfahrungspunkte, das finde ich ganz gut. Also wenn wir viel, viel verzaubern, um das dann zum Beispiel zu verkaufen du bist nachher. Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament und deinen Pfad will ich ehren. Im Leben und im Tod. Ja, um das zu verkaufen zum Beispiel, da können wir dann auf jeden Fall immer auch Punkte dafür bekommen. Was haben wir denn hier noch? Anfälligkeit für Frostzutaten. Achso, wir haben jetzt nur den dabei. Anfälligkeit für Frost, sonst wir können gar nichts hier herstellen. Na gut, dann lassen wir das auch erstmal. Ja, dann sind wir doch erstmal so zufrieden, ausgerüstet, mal sehen, wo wir denn unsere Sachen eigentlich haben. Feuerblitz, das hier können wir eigentlich rausnehmen, den normalen Feuerblitz 1 können wir schon mal rausnehmen.
Und der Feuerwegesbogen ist noch zugewiesen. Und der wegestreuen Dolch eben auch. Ja, wir müssen mal ein bisschen hier was aufräumen. Boah, das heißt, wir haben ja hier unsere Spaten. Da sieht das ja schon mal etwas günstiger dann aus. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Fußstapfen der vielgereisten, Fäuste des vielgereisten Nimbus. Rätselhaft, Nomaden. Ja, okay, hier haben wir ja schon unsere Sachen eigentlich drin. Da ist der Zauber drin und im ersten sollte doch dann vielleicht der Pfeil und Bogen drin sein. Ja. Ich würde hier ganz gerne ein anderes Symbol nehmen. Zum Beispiel den Pfeil. Ja, und dann sollten wir doch den Bogen da noch reinlegen. Mal. Obwohl, wir können ja nicht den Bogen, das ist ja ein Zweihand, eine Zweihandwaffe. Den können wir ja gar nicht nutzen hier zusammen mit dem... mit dem Flammenbiss, Rang 1. Aber den werden wir sowieso jetzt erstmal rausnehmen aus den Favoriten. Das war P für das Magie-Menü. Eisenpfeil haben wir auch hier unter den Favoriten liegen. Feuerblitz, Feuerblitz. Okay, den können wir hier rausnehmen. Und Flammenbiss, Rang 1. Na, den benutzen wir ja eigentlich ganz gerne. Alles Rang 1. Das ist alles nicht so viel. Und ich frage mich, Rage und so weiter, wie können wir das denn eigentlich auswählen? Ich sehe hier jetzt gar keine Möglichkeit, dass wir hier das irgendwie auswählen können. Wie können wir das nutzen? Magierlicht werden wir doch für später auch brauchen. Allerdings mochte ich diese Magierlichter weniger, die uns folgen. Ich mochte immer die ganz gerne, die man irgendwo platzieren konnte in der Höhle. Zum Beispiel. Ja, und brauchen wir diesen Eisenpfeil? Naja, wir haben ihn jetzt. Erdung nochmal. Blitzschaden. Eigentlich brauchen wir den Flammenbiss hier Rang 1 auch nicht mehr, oder? Wohltat, worauf haben wir das dann nochmal gelegt? Müssen wir gleich mal gucken. Und Meditation, ja. Fokus senkt kurzfristig Mana-Kosten für Zauber aller Art um 33%. Na, das könnte man vielleicht auch noch immer anwenden, bevor man irgendetwas verzaubert oder jemanden beschwört oder so. Schatten des Windes, bewegt euch kurzzeitlich erheblich leiser und erhaltet eine 7%ige Chance auf einen kritischen Treffer. Nicht schlecht. Naja, und unsere Krankheiten oder was hier auf uns wirkt, oh, das ist auch schon eine ziemlich lange Liste. Seltsames Fieber haben wir auch. Ihr fühlt euch eigentümlich kalt, aber dennoch fiebrig. Es kostet euch Kraft, eure Gedanken zu fokussieren. Interessant wäre es doch jetzt zu wissen, wie man das los wird irgendwie. Nun, wir haben ja einen Trank, der alle möglichen Krankheiten heilt. Oh, hier sehe ich gerade das erhöhte Arkanistenfieber. Ah, okay, man sieht jetzt doch nicht, wie hoch. Ich dachte, das liegt bei 10% gerade. Da würde ja eine Ambrosia-Ampulle oder Flasche würde da ja schon reichen. Moment, wir müssen hier nicht raus, wir müssen hier drüben raus, oder? Ich glaube, hier müssen wir raus. Tja, Ambrosia, aber das ist auch alles so teuer noch. Wir müssen Rhetorik unbedingt auch lernen. Jetzt gehen wir mal an die Truhe, legen vielleicht, ja, zurücklegen haben wir ja jetzt nichts mehr zum Zurücklegen. Aber wir suchen uns mal ein paar Lehrbücher dort raus und passen aber vorher auf, gehen nochmal ins Heldenmenü und gucken nochmal, was wir überhaupt zu vergeben haben an Punkten.
Grüße. Grüße, wer war das? Ach, hallo. Grüße. Hohe Mater Arcavia, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Ahoi. Ahoi. Regellosigkeit, wohin man schaut. Wohin soll das noch führen? So, ja. Bücher. Wir waren auf der Suche nach Büchern. Verbrauchsgegenstände hier. Hm? Gesellenbuch, Lichtmagie, das brauchen wir wahrscheinlich alles noch nicht. Gesellenbücher. Aber gut, dass wir die schon mal gesammelt haben. Lehrlingsbücher, ja. Da haben wir Alchemie, was natürlich nicht schlecht. Ja, die sind alle nicht schlecht. Entropie, vergesse ich immer wieder, was das kann. Müssen wir gleich mal lesen. Vielleicht nehmen wir davon auch mal schon mal eins mit. Leichte Rüstung auf jeden Fall. Mentalismus nehmen wir auch mal mit. Ach komm, wir nehmen die ganzen. Oder die schwere Rüstung brauchen wir nicht. Den Taschendiebstahl auch nicht. Einhandkampf vielleicht, wenn wir den Dolch mal ausprobieren wollen. Lehrlingsbuch Alchemie. Naja. Schauen wir erstmal, was wir dafür brauchen. Heldenmenü, ha? Gut, dann schauen wir also mal. Das war Entropie hier oben. Entropie hat mich interessiert. Die verbotene Schule der Entropie ermöglicht euch das Beschwören von Kreaturen aus anderen Realitäten. Das Bannen der Seelen eurer Feinde, das ist gut. Und den Einsatz entropischer Todesmagie. Entropie unterliegt den Erinnerungen des Sinistropen. Ja, okay. Und es bedeutet, wir müssen dafür Lernpunkte opfern. Also weil es hier oben ist in dieser Liste. Hier unten die Handwerkspunkte. Alchemie. Ja, okay. Müssen wir Verzauberung, Taschendiebstahl, Handwerkskunst, Rhetorik und Schloss knacken. Also hier oben Einhand und leichte Rüstung, sowas können wir ruhig nehmen, das ist gar kein Problem. Entropie auch. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Ja, wo wir ein bisschen vorsichtig sein müssen, ist hier unten mit den Sachen Alchemie, also Verzauberung. Ja, so viele Bücher haben wir im Moment sowieso nicht, als dass wir alle Punkte aufbrauchen könnten. Alchemie, da haben wir schon einen Punkt weniger wieder, aber egal. Einhandkampf, das war oben, da haben wir genug Punkte. Entropie war auch oben. Das können wir erhöhen. Leichte Rüstung war oben, sehr schön. Und Mentalismus, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wo das war. Ja, noch haben wir ja genug Punkte, also schauen wir jetzt nochmal. Mentalismus, wo war das? Das war auch oben. Okay, und was kann das? Die Schule des Mentalismus ermöglicht es euch, spektrale Schutzschilde zu beschwören oder eure Haut eisenhart werden zu lassen. Je höher euer Mentalismus, desto geringer der Mana-Verbrauch, mentalistischer Zauber. Er unterliegt den Erinnerungen des Taumaturgen. Oder Taumaturgen. Ja gut. Wir werden auf jeden Fall weiter jetzt zusehen müssen. Ja, wir brauchen Groschen, wir brauchen alles Mögliche. Wir sollten also ein paar Quests mal erledigen in den nächsten Folgen, um wieder ein bisschen wohlhabender zu werden. Was ist das hier eigentlich so niedrig? Arkanistenfieber, 49. Ach, da kann man es sehen. Ja, gut. Aber Ambrosia habe ich jetzt gar nicht gesehen. Sollten wir mal nehmen. Wir haben doch hier so einen kleinen Vorrat von allem hier drin. Oh, ein Ambrosia nur. Das verwahren wir uns für wirklich, wenn es gar nicht mehr geht. Im Moment, naja, ist nicht so schön, aber nee. Wenn da einer, ich dachte, wir hätten schon 4 Stück oder so gesammelt. Ja, also dann werden wir hier noch rausgehen. Allerdings ist die Folge auch schon wieder am Ende, wie ich sehe, fast. Und wir werden dann ja in der nächsten Folge, da wir uns keine Bücher mehr leisten können. Und da wir eben das nerimesische Geschlecht der Boddenbrooks noch nicht gefunden haben, von denen wir ja hoffentlich 10.000 Goldstücke bekommen,
Ja, werden wir in den nächsten Folgen wahrscheinlich uns dann erstmal um zum Beispiel Kuramai, wie hieß er gleich noch? Kuramai, na, Gatsaoa, Tatakayape, ja, so ähnlich. Um seine Eier auf jeden Fall kümmern und um Freda und Knaldalf, wenn ich mich nicht täusche, den Höhlentroll. Dann darf ich mich mit diesem wunderschönen Ausblick bedanken für euer Zusehen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!